Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr halt eingeschaltet habt. Heute erzähle ich euch hoffentlich kurz und knackig, welche Erfahrungen ich mit der Glossybox gemacht habe. Also das ist wirklich 100% mein eigener Erfahrungsbericht. Also falls ihr eine bessere oder schlechtere Erfahrung damit gemacht habt, tut es mir leid oder freue mich für euch, je nachdem. Also bitte seid mir nicht böse, falls ihr das Ganze irgendwie anders seht. Ich möchte weder die irgendwas gut reden oder schlecht reden. Aber ich dachte mir, nachdem ich auch sehr viele Beauty-Produkte immer reviewe und euch da meine ehrliche Meinung dazu sage, dachte ich mir, warum nicht auch zu diesem Box-Abonnement? Das war das erste Mal, dass ich eine Box abonniert habe, so eine Beauty-Box. Und ich dachte mir, vielleicht ist das Video für einige von euch hilfreich. Falls ihr hier so Kaugeräusche hört oder so ein Knabbern, das kommt nicht von mir, sondern das ist mein kleiner Dackelwelpe, der kleine Toni. Der verspeist gerade genüsslich seine Kauknochen. Ich würde ihn euch ja zeigen, aber er ist ja gerade voll in seinem Element. Vielleicht nachher dann. nur so viel dazu. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber ja, gut, zurück zum Thema. Also, falls ihr wissen möchtet, wie ich die Glossybox fand und wie da meine Erfahrungen damit waren, dann bleibt gerne dran und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und dann beginne ich auch mal mit dem ersten Punkt. Für alle, die nicht wissen, was die Glossybox ist: Die Glossybox ist eine monatliche Beautybox, die man auf entweder 1, 3, 6 oder 12 Monate abonnieren kann. Und die bekommt man dann jedes Monat zugeschickt, wobei man nicht weiß, welche Produkte drinnen sind. Also man kann nachsehen, weil die Boxen sind dann immer auf der Homepage einsehbar. Aber an sich ist das so ein bisschen wie Weihnachten, weil man eben, wenn man nicht auf die Homepage schaut, nicht genau weiß, was man bekommt. Also, diesen Aspekt finde ich schon mal gut, ich finde das nett, da kommt immer so ein bisschen so ein Weihnachtsfeeling auf. Wobei ich dazu sagen muss, das ist so ein Punkt, der sehr oft auch auf der Homepage bekrittelt wurde. Man schließt dieses Abo ab und auch wenn man das jetzt nur für ein, drei, was weiß ich, wie viele Monate abschließt, wenn man das nicht bis zum 10. des Vormonats kündigt, verlängert sich das automatisch. Was uns auch zum nächsten Punkt führt, nämlich: Auf wie viele Monate habe ich das Abo abgeschlossen? Ich habe die Glossybox für 3 Monate bestellt. Das Ganze hat 51 Euro gekostet. Wobei ich dazu sagen muss, es ist relativ simpel, diese Box zu abonnieren. Also man muss sich da registrieren auf der Glossybox-Seite. Kommt aber ganz, also die Seite ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Also sehr, sehr simpel. Soll jetzt nicht böse klingen, aber sie ist sehr übersichtlich und man sieht dann, welche Abos gibt es. Ich habe mich für das 3-Monats-Abo entschieden, weil ich mir dachte, ich möchte mal abchecken, wie die Produkte so sehen, wie das Ganze so läuft. Und ja, im Zweifelsfall kündige ich einfach nicht und es wird sowieso verlängert. Ich habe die Box aber aus den Gründen, die ich nachher noch nenne, fristgerecht gekündigt. Das Abonnement ist jetzt auch aus, also bei mir hat das funktioniert und ich habe auch keine Box mehr erhalten. Stichwort erhalten. Liefermodalität. Ich habe, muss ich dazu sagen, meine Box, es war so circa Ende Mai, habe ich die bestellt und ich war mir schon am Anfang nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, weil ich nicht wusste, bekomme ich jetzt noch die Box von Mai oder schon die von Juni. Habe das Abo dann trotzdem abgeschlossen und relativ schnell, ich glaube es waren 2 oder 4 Versandbestätigungen bekommen. Also ziemlich hintereinander. Ich dachte mir so, okay, weiß nicht, bekomme ich jetzt die Box von Mai und Juni, so circa zeitgleich. Ich war mir da nicht ganz sicher. Mitte Juni waren die Boxen dann noch immer nicht da. Also angeblich wurden ja 2 verschickt. Keiner davon hat es bis dahin zu meinem Haus geschafft. Und dann so, ich glaube es war, wenn ich jetzt nicht, ich musste nochmal nachschauen, aber ich glaube es war so der 20. Juni. Da habe ich dann die Box für Juni erhalten. Und dachte mir so, ja, okay. Mai-Box habe ich nicht erhalten und das fand ich aber auch nicht jetzt so außergewöhnlich, weil ich mir dachte, okay, vielleicht bezieht sich diese Versandbestätigung auf was anderes oder sie haben das dann wieder zurückgezogen und eben deswegen, weil es schon fast Ende Mai war und es nicht mehr so viel Sinn gemacht hätte, meiner Meinung nach, die Box für Mai zu schicken. Gut, hatte die Box von Mai, danach kam im Juli die Box für den Juli, auch wieder so erst Mitte Juli, was mich ziemlich geärgert hat, weil ich den Sinn von so einer Beautybox darin sehe, dass das eine Box ist, die man Anfang des Monats bekommt, da vielleicht Produkte drin sind, die man in diesem Monat gebrauchen kann
Und noch dazu kommt, ich wollte ja euch die Boxen zeigen, so ein bisschen ja, euch die vorstellen, wobei ich habe die schon selbst bezahlt, also da war jetzt nichts gesponsert oder ich habe jetzt überhaupt kein Geld bekommen, also es war wirklich freiwillig, weil ich mir dachte, okay, ich wollte es mal ausprobieren. Nur das Problem ist, wenn ich die Box Mitte oder Ende des Monats bekomme, wer oder wen interessiert denn das noch? Wer sieht sich das Video dann noch an? Weil dann ist eh schon wieder fast die Zeit, wo die neue Box kommt. Und ich habe dann die Videos trotzdem hochgeladen, aber das hat mich wirklich geärgert, weil ich mir dachte, für mich macht so eine Box Sinn, wenn man die Anfang des Monats bekommt. Und die Box von Mai oder wie auch immer, vom August, habe ich dann nie erhalten. Ich dachte mir so, okay, Anfang September war das jetzt, habe ich dann nachgefragt, wie es jetzt ausschaut mit dieser Box. Und habe mal dem Kundenservice geschrieben, was uns wieder zum nächsten Kapitel bringt. Das Ganze war ein bisschen tricky, weil man muss sich da, also da gibt es jetzt nicht eine allgemeine E-Mail-Adresse, sondern man muss sich einloggen, man muss dann also auf so einen Button Nachricht verfassen gehen, schreibt dann hin und wenn geantwortet wird, kann man aber nicht mehr auf dieser E-Mail-Adresse antworten, sondern man muss sich wieder einloggen und wieder eine Mail von dem Konto aus verfassen. Also super mühsam. Aber gut, was wollte ich sagen? Ich habe da hingeschrieben, es kam relativ schnell eine Rückmeldung, also das war echt jetzt kein Thema. Also ich glaube, so innerhalb von 3 Tagen hatte ich dann jeweils eine Rückmeldung. Ging wirklich flott. Und da wurde mir dann gesagt, nö, Pech gehabt, weil eigentlich hättest du die Box für Mai erhalten sollen und du hast nur 40 Tage Zeit, das Ganze zu reklamieren und das Ganze bekannt zu geben, dass die Box nicht angekommen ist. Ja, die 40 Tage waren aus und ich war so, okay, super, ich habe jetzt 51 Euro für diese 3 Boxen bezahlt, habe aber nur 2 erhalten. Also das hat mich dann richtig genervt, also da war ich richtig pissed. Und ja, ich muss dazu sagen, ja, ich hätte mir die Versandbestätigung besser ansehen sollen, beziehungsweise vielleicht schon früher nachhaken sollen, aber ich dachte mir, okay, vielleicht bekomme ich die Box für August erst zu spät. Gut, sei es wie es sei. Ich fand es nur blöd, dass da die Frist, also ja, wenn ich jetzt 2 Jahre später geschrieben hätte, oh, meine Box vom August ist nicht angekommen, okay, aber ich meine, ich habe die Mai bestellt und Anfang, also ich glaube, es war sogar der 1. September oder Ende August, sowas, habe ich das beanstandet. Aber ich dachte mir dann so, okay, lasse ich das jetzt auf sich beruhen oder schreibe ich dann nochmal? Weil ich war da richtig, also wirklich, wirklich sehr, sehr wütend. Und habe dann geschrieben, ja, finde ich sehr schade, weil ich habe schließlich 51 Euro bezahlt und habe aber nur 2 Boxen erhalten. Ob da nicht kulanzhalber irgendwie, was weiß ich, eine Gutschrift oder was auch immer drinnen ist. Habe dann auch dazu geschrieben, ehrlicherweise, also nicht, weil ich jetzt unbedingt eine Box habe, also natürlich wollte ich die Box haben, aber das war jetzt einfach nur meiner Meinung nach kulanzhalber von mir, habe ich reingeschrieben, Leute, ich wollte ein Video dazu machen, also genau dieses hier, das war schon von Anfang an geplant, ich wollte ein Review-Video machen und wollte einfach nicht, dass das ein komplett, ja, scheiß Video wird, dass ich da nur Negatives zu sagen habe, sondern ich wollte auch vielleicht, ja, drüber sagen, okay, kulanzhalber, super, das hat super funktioniert, wie auch immer. Gut. Dann kam irgendwann 3 Tage später wieder so circa eine Nachricht von wegen, ja, okay, ich bekomme 17 Euro Credits gutgeschrieben. Dachte mir, einerseits habe ich mich gefreut, mir dachte, okay, ja, 17 Euro ist besser als gar nichts. Andererseits dachte ich mir, haben mir die das jetzt gegeben, weil ich geschrieben habe, ich habe einen YouTube-Kanal und würde gerne ein Video machen. Oder machen die das auch bei anderen Leuten? Das war vielleicht jetzt kein kluger Schachzug von mir. Ich hätte das lieber sein lassen sollen mit dem Video. Aber gut, sei es wie es sei. Habe diese Mail bekommen, dachte mir, okay, schau auf die Website. Glossybox kostet 17,50 Euro für, ich glaube, einen Monat. Man dachte, okay, dann bestelle ich mir das für einen Monat, kündige und die Sache ist erledigt. Gut. Ja, ein paar Tage später, nichts damit Credits, also keine 17 Euro auf meinem, auf meinem Konto, also auch wieder, ich war wieder eingeloggt, 0,00 Euro. Ja, hab da wieder hingeschrieben, wieder mühsam über das Portal und so weiter. Gut, dann ist sie relativ schnell auch wieder zurückgekommen, ja, es wird mir gut geschrieben, was auch immer, passt. Heute habe ich gesehen, gut 17 Euro sind mir gut geschrieben und ich dachte mir so, wow, cool, ja, ich bestelle jetzt die eine Box. Egal, ob ich jetzt die anderen Produkte gut fand oder nicht, wie auch immer, es geht mir einfach nur um diese Box, die ich gerne hätte. Ich dachte mir so, okay. An sich, wie gesagt, die Homepage recht
simpel, nicht böse gemeint, aber wie löse ich diese verdammten Credits ein? Okay, ich bestelle einfach die Box und löse es dann ein. Nichts da. Glossybox ist nicht dämlich. Man kann diese Credits, nämlich laut Homepage, nur für Special Editions, also Special Boxen einlösen. Momentan auf der Homepage sind genau der Adventkalender, wo man nicht draufklicken kann, weil die Seite nicht online ist oder wie auch immer, nicht abrufbar ist. Und irgendeine Box, die schon seit August ausverkauft ist. Also, yay! Zweite Möglichkeit, die Credits einzulösen, über eine, naja, ich nenne es jetzt mal Partner-Homepage, nämlich bei Lookfantastic. Also, na gut, schaue ich einmal auf die Homepage. Die haben, was weiß ich, Make-up-Produkte, Haarpflegeprodukte, tralala. Haben mir zwei Produkte ausgesucht, um die 16 Euro. Ja, nichts damit Credits einlösen. Ja, man kann es bezahlen, gell? Dann schaue ich, steht da irgendwas auf der Glossybox-Homepage wieder von, man muss ja das Konto verknüpfen und sich dort wieder anmelden und tralala. War mir dann alles zu mühsam, ich war richtig gepisst schon wieder heute Morgen, dachte mir, wisst was, kalt euch diese 17 Euro, steckt euch die sonst wohin, Entschuldigung für den Ausdruck, aber nehmt dieses Geld, bitte, ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich diese Box nicht erhalte und auch wenn ich jetzt 17 Euro verloren habe, aber für mich hat sich das Thema erledigt, ich schreibe denen auch nicht mehr, also falls ihr da irgendeine Erfahrung habt mit diesen Credits, wie man das sonst noch einlösen kann, sagt es bitte gerne. Ich habe es dann aufgegeben, weil ich habe keine Lust, 350.000 Mal mich irgendwo anzumelden und Konten zu verknüpfen und was weiß ich, einfach nur damit man das Geld nicht einlösen kann. Also es ist einfach ja, für mich ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, weil warum kann man das nicht einfach auf eine Box einlösen? Verstehe ich nicht, werde ich auch nie verstehen, aber das war mal das Thema dazu. Das würde euch wahrscheinlich am meisten interessieren, nämlich was war in den Boxen drinnen und wie fand ich die Produkte? So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen runterkommen, ich bin nämlich schon wieder so ein bisschen da drinnen in meiner Wut, aber gut. Die Boxen, also wie gesagt, ich kann nur zwei Boxen beurteilen, weil ich nur zwei erhalten habe, die für Juni, die für Juli. Ich habe dazu auch Videos gemacht, die sind noch immer online, ich werde euch die Links in die Infobox verlinken, dann könnt ihr euch gern ansehen, also welche Produkte im Detail drinnen waren. Aber, ja, ganz allgemein muss man sagen, es sind immer fünf Produkte drinnen. Teilweise sind die in Originalgröße, teilweise einfach so Probegrößen. Und auch von den Preisen her variieren die. Also es sind teilweise Drogerieprodukte drinnen, die man ja eigentlich bei Bieber, DM, was weiß ich, Müller bekommt. Aber auch High-End-Produkte. Ich persönlich muss sagen, außer ja, jetzt zum Beispiel Rituals, da war so ein Body Mousse to Oil drinnen, das fand ich ganz gut. Das war da aber auch schon so das einzige High-End-Produkt oder die einzige High-End-Marke, so eher High-End-Marke, die ich kannte. Alle anderen haben mir überhaupt nichts gesagt. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte mir eigentlich, dass ich da so Produkte drinnen finde wie, was weiß ich, eine Benefit-Mascara oder Too Faced oder irgend so ein Bäcker-Highlighter, einfach so coole Produkte, die man kennt, aber sich vielleicht niemals selber kaufen würde, weil sie eben sehr teuer sind. Stattdessen waren da wirklich so Produkte drin, wo ich mir dachte, okay, ja, sie kosten angeblich viel, laut dieser Beschreibung, aber ja, sagen mir jetzt nichts. Und auf der anderen Seite gab es dann die Drogerieprodukte, wo ich mir dachte, ja, also unter anderem, das war so eine Gesichtsmaske und ein so Sonnenschutzspray oder eine Sonnencreme, irgend sowas. Und da dachte ich mir dann so, jetzt gebe ich da Geld aus für so eine Box für Produkte, die ich auch in der Drogerie um die Ecke bekomme. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich liebe Drogerieprodukte, ich lebe für Drogerieprodukte, ja. Aber das ist jetzt für mich nichts Außergewöhnliches. Also ich dachte eher, dass diese Box wirklich so eine, ja, so was Außergewöhnliches ist mit außergewöhnlichen Produkten. Ja, war es leider nicht. Einige Produkte fand ich gut. Auch die Drogerieprodukte waren jetzt gut, also keine Frage. Aber was mich sehr enttäuscht hat, waren irgendwie so diese Make-up-Produkte. Die waren eigentlich allesamt High-End. Da war zum Beispiel drinnen so eine Highlighter-Palette. Die war, also, wenn man mir sagen würde, die kostet 5 Euro, würde ich es jetzt auch glauben. Laut Beschreibung sollte die, also sollte 32 Euro kosten. Richtig überteuert. Also, da finde ich jeden Essence Highlighter besser oder Catrice Highlighter. Da gab es auch noch eine Wimperntusche,
Die war auch, also die hat auch, glaube ich, 28 Euro, also soll 28 Euro kosten. Also an dem Bürsting konnte man überhaupt nicht erkennen, dass da irgendwie Mascara oben ist. Also das kenne ich nur von meinen Mascaras, die schon so circa 10 Monate herumliegen. Dann gab es noch so ein Lippenöl, das hat die Farbe verändert. Finde ich an sich gut, also das hat auch, glaube ich, 32 Euro gekostet oder so. Aber ja, gibt es auch definitiv günstiger. Aber das war so eins der Produkte, wo ich mir dachte, okay, ja, finde ich gut, verwende ich auch jetzt. Also wie gesagt, Produkte an sich, ja, jetzt nicht durchgehend schlecht, keine Frage, aber jetzt auch nicht der unbedingte Burner, dass ich sage, wow, abgesehen von den anderen, ja, Lieferschwierigkeiten und so weiter, dass ich sagen würde, wow, ja, ich brauche die Box unbedingt wieder, weil die Produkte mich so überzeugt haben, nö. Deswegen mein Schlussresümee zu dem Ganzen ist, wie ihr vielleicht schon denken könnt, dadurch, dass man jetzt nicht mal diese blöden, verblödeten Credits einlösen kann, muss ich sagen, na, die Sache mit der Glossybox hat sich für mich wirklich zu 100% erledigt. Ich werde die weder, also in keinster Weise unterstützen, also ich werde weder die Glossybox nochmal bestellen, noch werde ich die weiterempfehlen. Ich werde auch keine Videos mehr von so zu diesen Glossybox-Unboxings schauen. Definitiv, also Glossybox, das hat sich für mich ausgeboxt, ausgeglossied und ja. Der kleine Toni möchte raus und an dieser Stelle werde ich dann auch das Video beenden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, war hilfreich für euch und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Tschüss!